Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich zu einem Stammtisch mit zwei Herren. Der eine ist Fritz Fenzel, ehemaliger Deutsch- und Religionslehrer, Historiker, dann Stadtschreiber, ein Mann für das Mystische. Und der andere Mann ist mehr der Mann für das Geheimnisvolle, ein Google-Mann, die, wie man ganz deutlich sieht, an denen das Vermummungsgebot vorbeigegangen ist. Ich finde das ja so nett, weil wenn man so Menschen wie Sie sieht, verstehen Sie, dann denk ich zum Beispiel immer erst ans Vermummungsverbot. Und dann habe ich festgestellt, weil die Google-Männer sind ja praktisch zum ersten Mal so richtig ins Licht der Öffentlichkeit getreten, als König Ludwig II. Gestorben ist. Das war im Juni, ich glaube 1868 oder sowas. 86. Zahlendreher. Am 13.06. Genau. Und kaum 99 Jahre später, im Juni 86, erlässt das Kabinett um Helmut Kohl das Vermummungsverbot. Das ist gar gegangen, darf man jetzt mal sagen, oder? Wie sehen Sie? Wir haben das nie so beengt gefunden. Wir haben das erste Mal offen auf der Maximilianstraße vor den Kammerspielen sind wir zu dritt aufgetreten und haben gegen das Spiel in den Kammerspielen vom Herrn, wie heißt Ringsquantel. Vom Ringsquantel. Der Ringsquantel war das. Genau, der hat das leider sehr übertrieben und deswegen haben wir das als Blasphemie bezeichnet. Und haben gemeint, man sollte vielleicht ein bisschen nachdenken drüber, auch wenn man neigt, dass der König nie so gewesen sein könnte, wie er dargestellt wurde. Ja, Theater ist immer ein bisschen Überzeichnung, oder? Ja, schon, mag schon sein, aber nicht in der idiotischen Weise, wie es damals gemacht wurde. Okay. Idiotus, aus dem Lateinischen abgeleitet, ist das Gegenteil von Profi, oder? Der Privatmann, also alles das Gegenteil praktisch von einem Profi heute, ne? Also laienhaft, oder? Wie würden Sie übersetzen? Ja, Idiot, laienhaft. Einer, der halt spinnt. Der spinnt? Ja. Der nichts gescheit kann, aber es gern können möchte. Trotz. Er war sicher ein sehr guter Arzt, der Herr Ringsquantel. War sogar Oberarzt? Ja, eben Oberarzt. Er muss sicher. Er hat Menschen betäubt. Er war Narkosefacharzt. Ich glaube nicht. Nein. Er war schon ein Gescheiter. Also ich gehe davon aus, dass er auch genügend Intellekt hat. Aber den hat er halt in dem Fall nicht richtig eingesetzt. Oder aber er wollte so provozieren. Ja, da hat er unter uns erwischt, weil so lassen wir unseren König nicht beleidigen. Wie kommen wir jetzt hin mit diesen Google-Leuten zusammen? Sie haben wahrscheinlich irgendwie ein Buch in der Reißen, gerade so nach warme Tinte und wo die vorkommen, oder? Tinte, ja, erstens einmal bin ich da echter Fan, schon immer seit der Kindheit stehe ich auf sowas. Mir gefällt das einfach, so eine Aufmachung. Und dann durch die Bücher halt, Magische Orte von König Ludwig, das letzte Buch Geheimbünde. Jetzt schreibe ich ein Buch der unheimlichen Orte in Bayern. Und natürlich müssen da immer diese Orte drin sein, wo der König Ludwig auf so herrlich mystische Weise getot worden ist. Und ich bin eben auch überzeugt, dass das eine Mordsache ist, eine Mordsgeschichte im wahrsten Sinne. Und darum bin ich ganz auf der Seite der Google-Männer, die für mich ein wahrer Geheimbund sind. So herrlich geheim, dass manche möchte gern König Ludwigs Fans schon behaupten, die gibt es gar nicht mehr. Das ist das Beste, was einem passieren kann. Als Kaiser Friedrich Barbarossa auf dem dritten Kreuzzug ertrunken war, verhüllten sich die Ritter mit schwarzen Kapuzen und begründeten diese geheime Bruderschaft. Die Google-Männer gelten seit der Pestzeit als Symbole des Todes und der Ermahnung der Lebenden. 25 Google-Männer schritten bei den Beisetzungsfeierlichkeiten für die bayerischen Monarchen stets dem Sarkophag voraus, so auch bei König Ludwig II., dessen Tod bis heute noch nicht aufgeklärt ist. König Ludwig ist das Opfer einer gigantischen Geschichtsfälschung, denn es war Mord. Sie müssten doch eigentlich 25 sein. Wir sind eine größere Zahl, das ist richtig, aber eben nicht immer. Und
Viele gehen noch der Arbeit nach und haben deswegen an einem, so einem Vormittag keine Zeit. Ja. Das haben Sie sehr schön beschrieben. Also die Herde hat praktisch ihm sozusagen als als Adjutant zur Seite gestanden hätte, der musste also jetzt überraschend nach Hessen, weil Sie also international tätig sind, gell? So ist es richtig, ja. Also zumindest in Deutschland. Aber also, ich habe ein bisschen mich so informiert. Sie erinnern mich mal in erster Linie an Menschen, die ich bei der Karfreitagsprozession auf Mallorca gesehen habe. Also in spanischen Umfeldern. Da gibt es ja bei diesen Karfreitagsprozessionen noch so Bruderschaften, die ähnlich auftreten? In viel schöneren Gewanden, im leuchtenden Blau oder Rot oder auch in Weiß. Also ist eine bescheiden im Gegensatz zu denen, oder? Wir sind von Goya gibt es da ganz tolle Bilder von diesen Umzügen. Wo rührt das? Ist das einen gemeinsamen Ursprung oder wo rührt denn jetzt genau dieses Kugel her, mit der Kugel sich und schwarz verkleiden? Ja, also wir gehen davon aus, dass es damals beim Tod Kaiser Barbarossas war, der beim letzten Kreuzzug auf dem Heimweg im Salef im Türkischen ertrunken sei. Und da haben sich die Kreuzritter ihr Gewand, das von außen weiß war mit dem roten Kreuz, umdreht und sind dann in Schwarz weitergegangen. Da gab es aber doch einmal irgendwann einen päpstlichen Erlass, dass man Trauer nicht öffentlich zeigen darf oder sollte. Das müssen Sie als Ex-Religionslehrer eigentlich wissen, Herr Fenzel. Aber das ist lang, lang, lang her. Ich weiß bloß, dass die einzige Möglichkeit, einen Toten zurückzubringen, damals war, ihn zu kochen und die Knochen auszulösen. Und daher kommt dieser Kult, also dieser Knecherl-Kult in der katholischen Kirche mit den Ossarien, mit den heiligen Reliquien. Aber mir ist nicht bekannt, dass man die Trauer nicht zeigen dürfte. Doch, das haben Sie sich die Kugel umgehängt. Das waren ja früher so Kapuzen, auch so in dieser mönchischen Gemeinschaft. Die haben ja ihre Kapuzen mal ganz weit reizung. Weil wenn sie getraut haben, dann sollte das nicht sichtbar erscheinen. Ja, sich genau. Aber ich habe letztes Mal ganz was Tolles erlebt. Da war ich bei der Einweihung vom Paulaner-Festzelt dabei. Und da waren tatsächlich Paulaner-Mönche aus Kalabrien da. Und die haben so eine Reliquie vom heiligen Franz von Paola dabei gehabt. Und zwar einen Backenzahn. Habe ich gesehen, das haben sie dann rumdrangen. Ja, hast du gesehen. Das Irre ist ja, das funktioniert wirklich. Mhm. Das passiert ja wirklich, kann man es auf der Wiesn, gell? Ja, wir haben schon lange beantragt, dass der Ludwig in einen Fenstersarg gehoben wird. Was, in einen Gangstersarg? Fenster. Fenstersarg? Ja, ein Glassarg, in dem er eben gesehen werden kann. Okay. Und dann eben irgendwo oberhalb und nicht da unten in der Gruft in St. Michael steht. Ja, aber Leichoschang, ist das so wichtig oder ist das schön? Ja, also genauso wie es den Pater Pio, den haben sie doch auch aus dem, und jetzt beim Franco ist es wieder passiert. Die großen Kommunisten. Die alle wieder so, dass eben die Leute, die sie früher verherrlicht haben, dass jetzt auch die jetzigen noch die Möglichkeit haben. Wann sind Sie denn zum ersten Mal sich der Person von König Ludwigs II. Und seiner Bedeutung für die bayerische Volksseele bewusst geworden? Wie alt waren Sie da? Das hat schon ziemlich früh angefangen bei mir. Ja, also. Ja. Wann? Ja, im Kindesalter. Ja, ja. Und wie ist das bei Erna gegangen? Also ich erzähle mal meine Geschichte. Meine Großmutter hatte eine Schwägerin, das war die Tante Barbara, ältere Dame. Die hat zwei Dinge auf der Welt geliebt. Das eine war das Zillertal und das andere war König Ludwig II. Wobei König Ludwig III. Hat es nicht mengen, weil der die gute bayerische Milch nach Berlin mit der Bahn hat fahren lassen, weil es da teuriger verkauft hat können als in München. Aber König Ludwig II. Hat sie geliebt und das ist mir so nahe gegangen, dass ich dann auch mich intensiv mit dieser Person befasst habe. Ja, bei mir war es eben irgendwo in der Schule. Wir haben irgendwann einmal. Ich glaube, Sie in der Schule konnten Ludwig II. Durch. Nein, aber man ist wahrscheinlich auf die Schlösser gekommen. Die Schlösser. Und über die dann zum Ludwig und warum und wieso. Und ja, das hat sie dann hochgeschaukelt. Bei mir ist die Kreativität, also gar nicht so das Bayerische, das Bayerntümmelnde, sondern die Idee der Themenparks wie in Linderhof. Er hätte ja mit Walt Disney zusammenarbeiten können. Locker. Wenn Sie die gekannt hätten. Weil Disney hat ihn ja abgekupfert. Waren schon mal in Anaheim. Aber wie? Ja, das heute noch das Logo bei jedem Disney-Film ist Neuschwanstein. Das Cinderella-Schloss, dreigeteilt. Und der Mensch selber?
Ich habe ihn nicht gekannt, aber so was ich lese, ich habe gerade wieder das herrliche Buch gekriegt von Wichmann, denke ich, war ein Genie, aber in seiner Zeit meilenweit voraus und unglücklich. Und hat eben da in dieser Schiene agieren müssen, als König, als Volksikone. Und ich denke, da war er einfach nicht überfordert, sondern er hat neben sich leben müssen und hat sich ganz woanders verwirklicht, was wir jetzt hier genießen können. Die Schlösser, die Elektrizität, die Zusammenarbeit mit Siemens, die Idee der Themenparks, eigentlich schon der große Tourismus, den wir heute haben, auch der Dark-Tourismus, der jetzt so in wird. Er war einfach seiner Zeit Jahrhunderte voraus. Stimmen Sie dem zu? In jeder Phase, ja. Alles genau richtig. Ist er eigentlich auch ein Kugelmann? Er könnte irgendwann mal berufen werden, durchaus. Wie ist denn das eigentlich, wenn man als Kugelmann... ja, genau. Ich vermute, man kann es gar nicht werden wollen, oder? Man muss erst einmal seine Reife zeigen. Und das kann man nicht durch Hand abheben und sagen, ich bin so und so, sondern das muss man leben. Gestatten Sie, dass ich nebenher trinke, weil Sie armer Mensch, wir müssen das ja schon die ganze Zeit anschauen. Wir machen ungefähr eine Viertelstunde Pause. Ich kann ohne weiteres meine Kugel runternehmen. Nein, das wollen wir nicht. Gott bewahre. Ich vermute, dass viele jetzt zu Hause sitzen und sich überlegen, wer kann der ausschauen. Verstehen Sie? Er hat so eine nette Stimme, gell, und hat diesen schwarzen Hut da. Hat sich also Mama mit dem Ku Klux Klan verwechselt? Verbal schon, aber die wissen doch alle, dass die im weißen Gewand umeinander sausen. Und dann, da bin ich mir nicht so sicher. Kreuze anzünden, okay. Und das machen wir nicht. Er ist ein schöner, älterer Herr und sehr charmant. Er ist einmal bei einer Führung mitgegangen. Von mir, König. Sie haben den schon ohne Kugel gesehen? Ja, ja, und da hat er die Damen also ziemlich beglückt, die war vergessen. Ja. Wenn Sie Geheimbund sind, darf er sich praktisch ihre Person einen Preis geben, wer Sie sind. Ich darf das schon, weil ich bin eigentlich Pressesprecher der Kugelmänner. Ach, deshalb sind Sie hier? Ja, irgendwann müssen die ja... Ist dieser Verein so modern, dass sie die eine eigene Presseabteilung leisten? Ja. In dem Fall bin ich die Presseabteilung, also eine ganz kleine. Ich kenne die Kugelmänner ja wirklich nur vom Todestag König Ludwig II. Berg, weil sie da immer auftretet und dann praktisch da bei den Trauerfeindlichkeiten eine zentrale Rolle spielt. Wir waren da nie dabei, sondern immer nur außenrum. Wir haben außenrum oder dabei? Wir haben nie irgendwas gemacht. Okay. Da haben wir zum Beispiel eben, es war Mord aufgehängt ans Kreuz. Oder dasselbe haben wir vor 4 Jahren gemacht. Da haben wir 2 riesengroße Luftballons, so in 1,5 Meter Durchmesser. Da stand auch, es war Mord. Und die haben wir links und rechts vom Kreuz abgesenkt während der Trauerfeier, damit die auch wissen, um was geht. Warum ist das so wichtig? Es ist natürlich jetzt wichtig, ob er Mord oder ob er trunken ist. Ist ein riesengroßer Unterschied. Aber wo ist der Kontext zur Zeit heute? Ja, der Kontext ist eigentlich der, er wird dargestellt als Mörder und Selbstmörder. Okay. Er hätte angeblich den Guten umgebracht und sei dann selber ins Wasser gegangen. Und das beweisen wir allein in unserem Film eindeutig. Und es gibt also mittlerweile so viele Fakten, die dagegen sprechen, dass man ja eigentlich nur noch den Sarg abmachen müsste. Wobei sich leider die Wittelsbacher weigern, weil sie meinen, das wäre... Störung der Totenruhe. Ludwig stürmt in den See und erreicht mit einiger Mühe den Kahn des Fluchthelfers Lidl. Der König versucht nun, über das Heck des Bootes an Bord zu kommen. Hierbei zog sich der König auch die bisher nicht erklärlichen Hautquetschungen an beiden Knien zu, die im Obduktionsbericht festgestellt wurden. Da der König jetzt halb im Boot ist, kommt es hier zu dieser 4 Meter langen Unterbrechung der Fußspur. Nun musste der Todesschwadron Bismarcks umdisponieren, denn nur einen Augenblick später wäre die Flucht gelungen und der König wieder in Freiheit gewesen. Man entschied sich deshalb für den finalen Todesschuss. Der König bot gegen den Himmel ein gutes Ziel. Ich habe eine Freundin, die war lange mit einem Anwalt verheiratet.
und hat für ihren Mann viel getan und hat auch sehr viel von ihm partizipiert. Und die sagt in so einem Fall immer, cui bono, wem nutzt es? Wem nutzt es, dass man den Sarg nicht aufmacht? Dass hier etwas nicht stimmte, sagt auch der Schriftsteller Georg Lohmeier. Er weist darauf hin, dass die Hüte nicht um 19.30 Uhr gefunden worden sind, sondern erst gegen 22 Uhr nach Einbruch der Dunkelheit im Laternenschein. Zudem berichtet der königliche Leichenbeschauer Dr. Mack, der zu Stillschweigen zwangsvereidigt worden war, seiner Tochter auf dem Sterbebett von den Schusswunden des Königs, die er selbst in der Todesnacht inspiziert hatte. Nützt der Mystifizierung und damit dieser wunderbaren Idee der Königstreue. Man braucht ja bloß nach England schauen. Also die können da rumkaspern, wie es wollen, aber Mittelpunkt ist immer die Queen. Wenn also einer gesagt hat, man kann die durch den Jürgen Klopp ersetzen, weil der hat wenigstens Führungsqualitäten. Das ist hochinteressant. Sie werden lachen, Herr Fenzel, jetzt kapiert zum ersten Mal, warum das da drin sich immer im Parlament wie Kinderfasching anmutet. Ja, weil Sie haben ja diese alte Dame, die dieses Land immer noch irgendwie regiert und die Fäden in der Hand hat. Ne? Nur unter Briten, also ich kann glaube ich ziemlich gut Englisch und wir haben uns immer unterhalten, die sind begeistert von diesem Kasperltheater. Also von dem ist im Unterhaus passiert? Ja. Das belustigt die, oder? Die stehen neben sich. Man merkt ja, wenn die reden, der Boris Johnson oder der Speaker, dass die sich selber ironisieren. Also so ernst ist es wahrscheinlich gar nicht, wie es bei uns ankommt, wie es wir Deutschen nehmen. Und das fände ich hier auch, so eine gewisse Distanz zu sich selber und dann doch ein ernster Hinterhalt. Weil das Volk bräuchte eigentlich nicht zum Anbeten jemand, aber eine Königsfigur. Man sieht ja, wie alles ist dieser Satz, wir brauchen keinen Kini, aber schöner war schon vom Lohmeier, genau. Wirklich so gehaltvoll? Ja, absolut. Ja. Dem haben wir auch immer nachgetrauert, dem Lohmeier und dem schönen Satz. Wir brauchen keinen Kini, aber schöner war schon. Was der Strauß schon für eine Lücke hinterlassen hat, obwohl der politisch... Hat der Rudolf Mooshammer. Der Mosi, weil der fehlt einfach. Der fehlt, ja. Ja. Was Leitbilder sind, weil's halt Figuren sind, die also, was weiß ich, ein Bild, das man sich merken kann und wo man einen Vergleich hat, oder? Ja, das Mausoleum von Mosi ist immer besetzt, immer mit Blumen geschmückt. Egal wie viele Daisy es gegeben hat, die sind auch halbwegs heilig. Der Sedlmayr nicht, der hat nicht diesen Nimbus gehabt, das war ein toller Schauspieler. Aber der Mosi, der geht in diese Richtung, König Ludwig. Und sowas fehlt einfach. Also, das heißt aber nicht, wenn es jetzt... diesen sagen wir aufmachen, da man wüsste das alles, dass dann die Google-Männer sich auflösen würden. Weil ja, was ich so gelesen habe, ist ja eigentlich der Kern dieser Tradition der Google-Männer, das hat praktisch mit dem Beerdigungs- und Bestattungsriten des Bayerischen Königshauses zu tun. Gell? Ja, das ist absolut richtig. Wenn wir das aufgeklärt hätten, was wir eigentlich sicher sind, dass wir es haben, dann wäre eigentlich unsere Arbeit abgeschlossen. Aber wie gesagt, das ist ja noch nicht ganz... Das ist ja so, was ich gelesen habe, dass da in dieser Bestattungsregel für Wittelsbauer drinsteht, dass ich glaube, vor dem Katafalk, also vor dem Sarg, immer 25 Männer mit Googeln herschreiten müssen, oder? Alte Schwarz-Weiß-Filme noch. Und auch bei dem ersten König Ludwig-Film von Keutner, da sieht man die Google-Männer, so viel ich weiß. Verstehe schon. Und jetzt haben wir mal vorher bei der Frage, also ihr beruft dann praktisch, gibt es dann so einen Ausschuss, wenn dann eigentlich irgendeiner würdig erscheint, einen neuen Google-Mann? Ja. So läuft es, oder? Ja, da kommt eben der eine und sagt, du, ich hab einen, der darf zu uns passen. Und dann wird der eingeladen. Dann spricht man mit ihm. Es ist so schwierig, wissen Sie, weil jetzt ich so als der Journalist sagen würde, wo ist das Versammlungslokal und wann? Verstehen Sie es? Sie müssen also entschuldigen, wenn ich so blöde Fragen stelle. Also wo kommt er hin? An eine Privatadresse wird er eingeladen. Also habt ihr kein Nebenzimmer in irgendeinem bedeutenden Münchner Wirtshaus? Nein, nicht so gut. Es muss ja alles im Mystischen bleiben, sonst war es ja nicht schön. Ich werde immer gefragt bei Führungen, wo sind die Google-Männer? Dann sage ich, in Höhlen, im Untersberg, in einem Bergwerk. Mich sind Sie ein gemeiner Mensch, Herr Fenzel. Sie tun immer so nett, aber Sie führen die Menschen wahrscheinlich leidenschaftlich gerne aufs Glatteis, um dann, wenn sie dann torkeln und in Straucheln geraten, rettend ihre Hand ausstrecken zu können, oder? Wahnsinn, das ist ja schon Heimtücke. Thomas Mann schreibt dem Felix Krull, die Welt will betrogen sein. Und Sie sind Thomas Mann 2, oder? Genau, Thomas Mann-Fan. Ja. Das haben wir jetzt mal wunderbar erklärt.
dass es eine moderne Magier gibt. Mhm. Und dass Magiertum von Imago dem Bild kommt und es halt Leute sind, die Bilder erzeugen, oder? Mhm. Absolut. Imago, imaginieren, ein Bild erzeugen. Auch Ignatius von Loyola in seinen spirituellen Exerzitien baut ja immer Bilder auf. Er sagt, stell dir vor. Und dann ist es die Anleitung heute noch für Manager. Was man sich vorstellen kann. Managerkurse kommt das. Managerkurse kommen von den spirituellen Exerzitien. Ja, stell dir vor, wie die Heere des Guten gegen die Heere des Bösen. Und was man sich vorstellen kann, kann man auch erreichen. Sieht man ja bei den Politikern, denen sieht man auch, dass sie sich nicht einmal mehr vorstellen können, wie es weitergeht. War hochinteressant, also ich heute meiner Chefin, unserer Chefredakteurin gesagt habe, dass ich mich mit einem Vertreter der Google-Männer trifft, dann hat die sofort leuchtende Augen bekommen, weil man sich so Leute wie sie halt so gut vorstellen kann. Verstehen Sie es? Da lenkt nichts ab, da lenkt keine krumme Nasen ab, kein gescheites Gefries, verstehen Sie es? Kann ich hängen den Mundwinkel bei mir oder schlecht geschnittene Haare? Da hat man eine Google und ein schwarzes Gewand und eine nette Stimme. Und jetzt sollte man aber vielleicht nochmal auf das zurückkommen, weil, was er über die Engländer und über die Krone erzählt hat. Das könnte auch der Grund sein, warum die Wittelsbacher so vorsichtig und zurückhaltend agieren. Weil es ist ja eigentlich so, dass wir Bayern genauso ein Königreich haben. Wir zahlen mindestens so viel wie England für seine Königin. Über den Wittelsbacher Ausgleichsfonds. Ach, den finanziert der Freistaat. Ja, weil der Fonds, das hört sich immer so, als ob irgendwann ein Vermögen vorhanden gewesen ist, halt ordentlich erst einmal irgendwelche Zinsen und Zinseszinsen abwirft. Ja, freilich eben. Man hat den, früher hat man nach einer Revolution den König geköpft und alles, was ihm gehört hat, ist dann verteilt worden. Das war bei uns nicht so. Sondern? Ja, der Dritte ist zwar abgehauen, aber dann hat man eben überlegt, was die, man ist dann von den Wittelsbacher herangetreten und hat gemeint, wir sehen das wahrscheinlich ein, aber ein bisschen was kannst du uns vielleicht auch noch lassen. Und so wurde es dann beschlossen. Also zwei oder drei Schlösser gehören ihnen ja noch. In Nymphenburg haben sie das Wohnrecht. Berg gehört einer, dann in Schüren haben sie noch ein Schloss und noch ein oder zwei, ich weiß es nicht ganz genau. Und dann haben sie Wälder in Unmengen, das hat der Lohmeier schon verzeiht, Holz haben die vor der Hütten ohne Ende. Und dann in Bogenhausen drum, die Drogerstraße gehört einer so gut wie ganz. Das sind Mietshäuser, die unendlich viel Geld abwerfen. Und der Herzog Franz, das ist der jetzt Vorsitzende, der kriegt halt am Jahresanfang das Geld und das muss er dann unter die ganzen Burschen und Mädel verteilen. Das hat er aber nicht gewusst. Aber das große Problem ist ja, um beim, bei der königlichen Hoheit Franz von Bayern zu bleiben, dem hat man schon mal angetragen, der hat gesagt, der will gar nicht. Oder ist das eine falsche Meldung? Na, um Gottes Willen, was sollte er denn wollen? Ja, König werden. Nein. Ich habe einmal erlebt, da habe ich damals, war so nett, ich habe einmal eine Vergangenheit als Tankwart gehabt. Und damals, Tankwart. Und da gab es in der Karlbergstraße gab's eine Fiener Tankstelle. Und die hat damals in der Schackstraße seine Immobilienfirma gehabt. Und da gab es seinen Privatsekretär, der hieß Sankt Johansa. Den Namen habe ich mir gut merken können, weil man Gruppenführer bei der Bundeswehr Sankt Johansa geheißen hat. Und dann kam immer der Herr Sankt Johansa und hat einen mit so einem dunkelblauen VW-Kombi tankt. Und irgendwann mal kommt einer rein und sagt, von Bayern. Und man denkt, was, von Bayern? Wo ist denn der jetzt? Ich bin ja von Bayern. Und dann habe ich gesagt, ja und? Ja, kommen Sie, machen Sie. Und dann habe ich gesagt, ja was? Und dann sehe ich das Auto draußen und dann sage ich, ja, aber der Sankt Johansa sind Sie nicht. Nein, und dann hat er gesagt, nein, aber komm, machen Sie, tippen Sie ein. Dann habe ich gesagt, ja, muss ich jetzt zu einer königlichen Hoheit sagen, dann sind Sie der Prinz Selm. Und dann hat er mal gesagt, ja, machen Sie was. Dann habe ich eingetippt, dem die Kreditkarten hingelegt, dann hat er unterschrieben und hat mir dann einen Fünfer hingeschoben, 5 Markstück. Das war damals auch vergessen. Prinz Franz von Bayern hat bei mir getankt, das weiß ich nur wie heute, verstehen Sie? Aber das wäre eigentlich der Thron. Aber wie soll es jetzt dann auf dem nicht vorhandenen bayerischen Thron dann passieren? Weil irgendwie ist doch das Fernziel, was die Google-Männer haben, dass die wieder einer drauf sitzt. Ne? Ja, mittlerweile könnte man ja, genau wie unser Parlament, könnte man ja auch einen König wählen, wenn wir den wollten. Wenn wir einen hätten. Also den wir dann. Einen König wählen geht? Nein, das geht nicht.
Meines Wissens ist es noch nie gegangen, ein König wählen. Natürlich waren die immer von Gottes Gnaden. Ja, aber das wollen wir ja auch nicht. Wenn, dann wollen wir einen gescheiten König haben. Das war eigentlich ein guter Job. Aber der muss ja dann auch entsprechende, was weiß ich, Abstammung haben. Aus einer entsprechenden Linie kommen und. Also, so einfach stellen wir uns das nicht vor. Da müssen wir erstmal die richtigen Kandidaten finden. Das gibt es ja genug in Deutschland. Also, aber nicht in Bayern? Nein, in Bayern nicht. Da ist schon richtig. Da müssen wir dann leider die Wittelsbacher wieder nehmen. Es gibt in Bayern und von Bayern. In Bayern gab es auch noch. Herzog Max in Bayern, da ist ja die Sissi, stammt da weg. Genau. Da hätten wir schon mal eine, wo Kaiserin geworden ist, ne? Ja, absolut, ja. Nützt leider auch nichts. Die hat auch dieses Charisma. Die Katharina Schratt hat das nicht gehabt, obwohl die 30 Jahre mit dem Franzl liiert war und die Frau an seiner Seite. Aber die Sissi hat dieses unerklärliche Etwas, das der Ludwig auch hat. Und sowas braucht man einfach. Denken wir die ganzen Frauenzeitschriften bei uns, die Meghan, die zwei Thronfolger. Wen interessiert das? Aber es interessiert scheinbar jeden. Sogar mich. Ich schaue mir immer Trooping the Color an, verstehen Sie das? Mhm. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht kapiere, dass ich mich so gern da hinhocke und zuschaue, wie Queen Elizabeth ihren Geburtstag feiert, den sie an diesem Tag gar nicht hat. Ja. Und dann schauen wir wieder so Unterhaussitzungen im Parlament in London an und denken wir, Kinderfasching. Ja? Aber das ist so dieses Mysterium der Seele. Ja? Wo man also gar nicht so sehr dahinter kommt. Damen und Herren, Sie sehen, dieses Glas ist noch relativ voll. Ich weiß genau, dass Anblick von sowas immer zum Trinken anstiftet. Deshalb machen wir jetzt eine kleine Pause. Dann kann der Herr Kugelmann kann dann auch ein bisschen was trinken. Und wir sehen Sie dann im Anschluss wieder. Und dann reden wir noch über die ganz interessante Verwechslung, der ich heute fast aufgesessen bin. War richtig nett und lustig, aber dazu dann gleich mehr. Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder zu einer Sendung mit Fritz Fenzel und einem Google-Mann. Ich habe bei der Vorbereitung dieser Sendung was ganz Nettes erlebt. Da habe ich also mit dem Wirt gesprochen, mit dem Stiftl. Und dann habe ich zum Stiftl gesagt, mein lieber Stefan, heute mache ich eine Sendung mit einem Google-Mann. Und er hat gesagt, oh, gut, hey, ich darf mir gerne dieses Google-Center anschauen, die sind doch da im Arnulf-Park. Ja. Die hat an ganz andere Google-Männer gedacht, oder? Ich nehme den anderen, weil mir ist der Arnulf-Park. 2 Uhr, ich habe im Arnulf-Park kein Zentrum, oder? Aber was da ist und was bedeuten soll, weiß ich nicht. Es sind diese Google mit Doppel-O und. Es ist, Herr Fenzel, wie schätzen Sie das ein? Ist die Jugend für sowas wie so Geschichte, die mit solchen Erscheinungen eben wie vermummten Gestalten, die als Google-Männer auftreten, ist sie da überfordert? Ja, also was ich für Erfahrung habe als Lehrer. Gestern haben wir Schüler besucht, haben mich sehr gefreut. Ah, oh, sie waren ein geiler Lehrer. Was, zu Hause bei einer? Nicht zu Hause, sondern wir haben uns getroffen im Sportverein, den Namen sage ich jetzt, weil einer da Saunameister ist. Und da haben wir uns wirklich nett unterhalten und ich habe zu Schülern einen guten Kontakt gehabt. Zu Kollegen oft nicht und zu Eltern. Aber das Bildungsniveau ist traurig. Und zum Beispiel bei Führungen, wenn ich sage Google-Männer, da muss ich erst lang erklären, dass sie nichts mit der Suchmaschine zu tun haben. Weil die Leute kennen nur noch das, was gestern gehört haben. Und Geschichtsbewusstsein wird uns ja eigentlich systematisch genommen. Also wir haben so eine herrliche deutsche Geschichte. Und da ist halt leider das Schlimme im letzten Jahrhundert dominiert so. Und was vorher war, ist leider sehr dürftig. Außer bei Leuten, die sich speziell interessieren. Aber das sind wenige. Aber so ein Geschichtsbewusstsein, wie es ich zum Glück schon eigentlich im Kindergarten mitgekriegt habe und vom Elternhaus und von der Volksschule und sowieso vom Gymnasium, gibt es jetzt leider nicht mehr. An was liegt es? Haben Sie sich für Geschichte interessiert? Nur für bayerische oder auch für, was weiß ich, amerikanischer Sezessionskrieg? Ja? Doch, ja. Also Geschichte war schon immer interessant. Aber viel auswendig lernen war halt fad. Also, aber wenn ein bisschen eigenes Interesse da ist, dann verfolgt man das ja sowieso selber.
liest dann irgendwann einmal Bücher und dann kommt man schon drauf. Ja. Ist es ein Bewusstsein, dass jede Zeit ihren Zeitgeist hat? Also es ist völlig verloren gegangen. Man urteilt jetzt über das Dritte Reich, man urteilt über das Mittelalter, über alles mit dem jetzigen Bewusstsein. Und das geht nicht. Die Leute haben ein ganz anderes... Aber wer soll denn das machen? Ich kann doch nicht mich in die geistige Situation eines Menschen aus dem späten Mittelalter hineinversetzen, wo ich, was weiß ich, Angst vor Pest und Cholera haben muss. Ja? Dem tödlichen Tod und Überfällen. Aber man kann da nicht so über die Leute urteilen, wie die damals agiert haben. Ja. Weil also verurteilen, meinen Sie jetzt? Verurteilen, ja. Oder die Kirche, die hat ihren Job auch wieder gemacht und die haben wahrscheinlich selber an das geglaubt. Also es war ein ganz anderes Bewusstsein wie heute, vor allem nach der Aufklärung. Wir sind alle Spätaufklärer, ohne dass wir es wissen. Und weltumspannende. Das war eigentlich ein Job für Ihre Google-Männer. Verstehen Sie, weil Sie als Google-Leute ja praktisch etwas transportieren, was Geschichte greifbar macht. Und besonders eine Geschichte, die im Geschichtsunterricht eigentlich völlig zu kurz kommt, nämlich die bayerische, oder? Wenn also jetzt der König rehabilitiert sein sollte irgendwann, dann werden wir uns sowas überlegen. Das ist warum? Inwiefern rehabilitiert? Dass er sich umgebracht hat, oder was? Er wird doch dargestellt als Selbstmörder. Als erster Mal als Mörder. Aber weil er hat er Guten, ja. den Herrn Guten angeblich umgebracht und dann soll er sich selbst entleibt haben. Aber dem ist eben nicht so. Und wenn man da der Wahrheit auf die Sprünge geholfen hat, dann würdet ihr etwas mehr Zugang zur bayerischen Geschichte als Klammer Google-Männer, etwas Greifbares, ja, verstehe ich. Es muss nicht nur die bayerische Geschichte sein. Es gibt ja ganz tolle Theorien, sogar in einem seriösen Geschichtsbuch, dass der König doch beseitigt worden ist aus diesem Prunksack, weil ja die Google-Männer unten einmal das aufgeschnitten haben. Und es steht. Sie haben das mal aufgeschnitten? Nein. Wir haben das von unten fotografiert. Fotografiert. Und dabei ist aufgekommen, dass dieser Sarg von unten verlötet ist. Dann haben wir uns mit dem noch... Ist der gesamte Boden eingelötet oder bloß aus der Viereck oder was? Nein, der am Rand unten ist eine Lötnaht. So, als ob das Teil reingelegt worden wäre und dann verlötet. Dann haben das kann man im Internet da anschauen. Und die Theorie heißt, dass der König eben verlegt worden ist in ein bekanntes bayerisches Kloster. Steht im mit A und mit Dex auf, oder? Richtig, genau. Mhm. Wir haben, es hängt nur deswegen zusammen, weil die Benediktiner haben ja einen Standpunkt hier. Okay. Und deswegen wurden die, die halt da waren, herangezogen. Und das waren ja Handwerker alle. Da hat man ja gesagt, jetzt muss was da werden. Und das haben sie... Wem nutzt das alles? Da ging es darum, da hat ein Starnberger Historiker, kann man nicht sagen, das war ein Bauer, aber den hat das auch interessiert. Dem hat einer gesagt, der ist erschossen worden. Mhm. Und dann hat er gesagt, dann schauen wir heute halt mal nach. Und dann ist er zu den Wittelsbacher hingegangen und gesagt, ich darf da gerne mal nachschauen. Dann haben die gesagt, nein, da geht gar nichts. Bei der letzten Andex. Der hat dann gesagt, aber der Adolf ist mein Freund, das sage ich euch schon. Und der kümmert sich um einen Scheiß nicht so. Und dann ist es wahrscheinlich, so heißt es, angeblich seien sie unter Druck geraten, die Wittelsbacher, und hätten daraufhin den Königsleichnam entfernt. Also so richtig beerdigt, ohne größere... Wir haben einen Platz aufgetan, den haben wir dann einmal mit Herrn Lohmeier besucht und da haben wir dann auch Fernsehaufnahmen gemacht, wo er denn liegen sollte. Okay. Bei der letzten Andexführung habe ich ihm gesagt, da liegt der König. Und dann hat der Teilnehmerin das Warnen angefangen und hat gesagt, ich spür's. Da wär's natürlich schon wieder ganz dünn, oder? Ja, klar, man muss Geschichten erzählen. Aber das ist ja das Schöne, dass der König und die Google-Männer und dieses ganze Ensemble so herrliche Geschichten generiert. Ja, aber wissen Sie, Herr Wendel, man weiß halt nie, wo man auf der sicheren Seite ist. Verstehen Sie? Wenn ich jetzt Sie so vor mir sitzen habe und Sie erzählen mir diese Geschichten. Und ich bin ja selber kein Depp. Also ich habe ja selber schon mit einem Theaterstück Gewitter am See hat es geheißen. Das habe ich ihm vorher im Einführen der Zeit, weil er wissen wollte, inwiefern ich da vorbereitet auf die Sendung bin. Da bin ich nur in Freising in die Schule gegangen.
der Huber Simmerl hat Regie geführt und wir haben da Gewitter am See gespielt. Das war so angesiedelt in der Zeit, wo also König Ludwig II. Also als geisteskrank erklärt worden ist und wo er dann inhaftiert wurde im Berg und dann abgehauen hat. Und zum Schluss ist er dann eben im See ertrunken. Und dann habe ich gesagt, Gewitter am See. Und er hat gesagt, ja, an dem Tag war schlechtes Wetter gewesen. Da war ich jetzt ganz stolz auf mich, dass dieses historische Theaterstück zumindest sich ans meteorologische gehalten hat. Aber trotzdem, wenn ich sie beide so erzählen, ja, man weiß also nie genau, was eigentlich dann so war ist und wo halt dann also die Fantasie eine gewisse Rolle spielt. Ich selber nicht gewusst. Aber ich habe gestern bei Neumeister ist so eine Jubiläumsauktion gewesen. Sein privater Besitz und da habe ich einen Moritz von Schwind erstanden. Das ist jetzt bei mir daheim, schön signiert. Und der hat ja bekanntlich Hohenschwangau ausgemalt, diese Sagen- und Mythenszenen. Also ich bin schon wirklich ein Fan von dem Ganzen. Und eben das Imago, wie es diese damaligen Maler gemacht haben, hat eben das Denken vom König geprägt. Und meins auch. Also, Herr Gugelmann, ich habe jetzt gelesen, dass Sie zum Beispiel als Google-Leute auch fordern, dass man in Bayern eigene Euromünzen herausgibt, wo nicht hinter der Bundesadler drauf ist, weil ja der praktisch ein preußisches Symbol ist, sondern entweder das Konterfei von Ludwig II. Oder zumindest der Bayerische Löwe. Ist das dann nur Ablenkung oder geht also Ihre Profession wirklich weiter und über dieses Königstreue hinaus? Wenn man schaut, was die kleinen Länder, Zypern oder was haben wir noch? Malta. Ja, eben. Also Andorra, San Marino. Die haben viel weniger Einwohner als wir hier in Bayern. Also da könnte man doch für uns auch mal ein schönes Geldstückel drucken. Das eben meinetwegen dem König zu Ehren kommt. Ja. Ob das jetzt eins seiner Schlösser ist oder ein Konterfei von ihm selber, das ist egal. Dann, was ich auch noch gelesen habe und was mich persönlich auch so ein bisschen betrifft, da gibt es so eine Koalition eines königlichen Geheimbundes, der vom Verborgenen aus die Presse bezüglich der öffentlichen Meinung über den König überwacht. Haben Sie noch nie gehört, oder? Nein. Sie überwachen mich nicht. Das ist ganz was Neues. Ich bin überrascht. Sollten wir das tun oder ließen Sie sich beeinflussen? Von Herrn schon, ja. Aha. Weil ich ein ängstlicher Mensch bin. Dann denke ich mal drauf. Ja, aber vielleicht hängt das einfach damit zusammen, dass ich halt, wie wir eingangs schon gehört haben, so in Theaterstücken, wie es damals der Ringsgewandel auf die Kammerspielbühne gebracht haben, etwas skeptisch gegenüberstehen und das dann auch ganz deutlich zeigen. Ne? Ja, das schon. Also, wenn man so auftritt wie der Ringsgewandel, das waren bisher nicht sehr viele. Mir gefällt an die Google-Männer vor allem auch, dass sie die bayerische Sache so vorantreiben. Weil wenn sie mit den Leuten reden, die meisten wollen doch Bayern, Österreich, Schweiz, vielleicht noch Teile von Schwaben oder Allgäu als Einheit sehen, was ja mental auch viel besser zusammenpasst. Politisch unmöglich ist, aber da ist eine Sehnsucht. Ja, na Schweiz. Die Schweizer sind mir irgendwie zu austirrt, wenn ich das mal sagen darf. Also dieses bayerisch-barocke findet man vielleicht noch ein bisschen im Österreichischen wieder. Aber, ja. Oder vielleicht dann in Südtirol. Aber die Schweiz. Die Schweiz halt katholischer machen. Die sind ein bisschen zu kalvinistisch im Moment. Genau, Calvin, das müsst ihr überlegen. Mhm. Ich möchte das nicht über Calvin schimpfen, aber. Wir schauen das bei euch so aus mit Kirche und so weiter, weil ich habe vorher schon mal gesagt, das hat so ein bisschen was von Leinem, sondern Karfreitagsprozessionshaft ist. Grundsätzlich sind wir glaubensfrei. Es gibt bei uns Katholiken und Protestanten. Ah, tatsächlich? Ja, natürlich, aber es gibt keine. Seid ihr eigentlich mehr oder weniger? Eher mehr. Ich finde das schon sagenhaft, gell? Mhm. Und wir sind heute dabei, wie einer vor unsere Kamera tritt und über sich und seinen Geheimbund erzählt. Wie ist denn das eigentlich, wenn man so Kutten trockt? Weil ich meine, ich habe ja vorher schon mal gesagt, dass das Vermummungsgebot ja das eigentlich verbietet, außer wenn es also von der öffentlichen Hand. Es gibt also so, im Fasching ist es so, dass dann tatsächlich von den entsprechenden Stellen dann die Erlaubnis ausgesprochen wird, dass man Maschkara geht. Aber normalerweise ist die Tatsache, dass er seine Kugel und seine Kutten dabei hat, schon Anlass für eine Strafe. Jetzt lassen Sie mich, ich glaube, 500 Ordnungsstrafe, 500 Euro, was das kosten darf. Ne?
Weißt da du, weiß ich nichts, oder? Da weiß ich wirklich nichts. Du wüsstest gar nichts. Wir sind damals in der Google aufgetreten und wurden auch von der Polizei einvernommen. Und in Google oder habt ihr es runter müssen? Ja, die haben wir dann runter tun müssen, damit es erkennungsdienstlich versorgt worden seid. Nicht abgehalten und dann sind wir auch bestraft worden. Echt, habt ihr was zahlen müssen? Ja, da hat unser Richter in, weiß ich, irgendwo in Bayreuth oder was. Dem haben wir dann aber einen Brief geschrieben, er möchte doch das nächste Mal, weil da mussten wir nur an irgendeine Einrichtung. Also, ich verstehe, in Schleswig-Holstein. 200 Euro überweisen. Ja, alle miteinander oder jeder einzeln? Nein, alle miteinander. Ihr habt aber ein Dusel gehabt, also, das war ein sehr bayerischer Richter. Nein, ich hab's, in Schleswig-Holstein gibt es ja da Urteile, die müssen bis 1500 Euro zahlen. Gell? Nein, uns ist nur darum gegangen, wir haben für irgendeine preußische Einrichtung zahlen müssen. Haben wir gesagt. Eine preußische? Ja, also nicht, eine nicht bayerische. Das ist ja heute in kriminellen Kreisen rumgesprochen, dass man diese Feste ausnützen kann. Fasching, Scream, jetzt ist ja Halloween, der Nikolaustäter. Also leider wird es missbraucht, wobei die Google-Männer natürlich rein von Gesinnung sind. Bisher hat es noch keiner versucht, in unserer Verkleidung irgendeiner Straftat nachzugehen. An was das wohl liegt? Ja, wir mutmaßen es mit. Wir werden uns ganz schwieren. Ja, da haben Sie ja völlig recht. Damen und Herren, wir sind leider am Ende unserer Sendung, aber ich möchte diese Sendung heute nicht zu Ende bringen, ohne Ihnen den Rat gegeben zu haben, wenn Sie jemanden so rumlaufen sehen, Sie müssen keine Angst haben. Es sind ganz nette Leute und wenn Sie zuhauf auftreten, dann addiert sie das. Also dann ist die Liebenswürdigkeit unterwegs und auch die Königstreue. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie Zeit gefunden haben für dieses Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, Herr Fenzel, dass Sie Zeit gefunden haben, das historisch etwas einzuordnen. Und Ihnen wünsche ich einen schönen Abend, süße Träume. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott.